Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dying Light The Following. Ich möchte mich im Vorhinein entschuldigen, letzte Folge ist ein bisschen unsynchron alles gewesen. Ab dieser Folge, ich glaube, ich habe gefunden, warum es letzte Folge unsynchron wurde und wird nicht mehr passieren. So, und ich würde sagen, wir werden heute mit dem guten Anführer hier, mit Yazir, reden und ihm sagen, dass wir... Genau, dass wir Wasser haben. Also, dass wir Wasser hergebracht haben. Das ist ein verdammtes Wunder. Ja, du weißt gar nicht, was du für uns getan hast. Unsere Brunnen waren seit dem letzten Monat verschmutzt. Die Leute wurden immer kränker. Vielleicht habe ich mich in dir getäuscht, Fremder. So, würdest du mir jetzt vielleicht meine Frage beantworten? Wegen der Medizin? Folge mir bitte. Yazir, in Harran geht uns das Antizin aus. Ich würde alles nehmen, was meine Freunde rettet. Wenn ihr etwas habt. Haben wir, Fremder. Unseren Glauben und unsere Gebete an die Mutter. Glaube? Ich will nicht respektlos klingen, aber willst du mir erzählen, dass ihr euch nicht verwandelt, weil ihr betet? Das ist ein Problem. Dir fehlt der Glaube, genau wie den anderen Fremden. Wir glauben an die Mutter und sie beschützt uns. Wir brauchen keinen... Antenizin, oder wie das heißt. Okay, okay. Gibt's denn eine Möglichkeit, mit dieser Mutter zu sprechen? Sie ist heilig und spricht nur mit den Gesichtslosen. Aber vielleicht könntest du ihre Aufmerksamkeit erregen, indem du unserer Gemeinschaft ein paar Gefallen tust. So wie es aussieht, würde ich alles tun. An was für Gefallen hattest du gedacht? Was muss erledigt werden? Du meinst es wirklich ernst, oder? Okay. Ich kümmere mich hier um die Farm und mein Freund Bilal sorgt dafür, dass die Tankstelle in der Nähe der Stadt sicher ist. Sieh dich einfach um. Du wirst mehr Arbeit finden, als ein Mann allein bewältigen kann. Okay, Vertrauensstufe. Der einzige Weg, die Geheimnisse der Kinder der Sonne zu lüften, besteht darin, die Akzeptanz der Gesichtslosen zu gewinnen, der ergebenen Beschützer der Mutter. Schließen Sie Quests ab, helfen Sie Leuten, denen Sie unterwegs begegnen, sichern Sie Sicherheitszonen etc., um Ihr Vertrauen zu erhöhen, okay? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Nebenquests machen, oder was? The fuck, was war das jetzt hier? Neue Vertrauensstufe erreicht. Sie sind jetzt ein Fremder. Sehr geil. Wir haben mehr Vertrauen erlangt. Wir sind jetzt ein Fremder und nicht nur... keine Ahnung, was anderes. So, Bilal an der Tankstelle. Alles klar. Fremder in einem fremden Land. Versuchen Sie, den Einheimischen zu helfen. Okay. Gut, aber das heißt, wir müssen jetzt dafür ein paar Nebenquests machen. Treffen Sie Bilal an der Tankstelle. Okay, und... Oh, die ist am Arsch der Welt. Macht aber nichts. Wir können hier hoffentlich irgendwo pennen. Hier. Ja, ausruhen, genau. Das ist hier drin. Ja, genau. Bis Tagesanbruch warten auf Spielerversteck. Schauen wir mal. Ja, wir sollten ein paar Sachen vielleicht einlagern. Ein paar Sachen, die wir nicht brauchen erstmal. Lager. Lager. Ja, hier. Tempo auf Putschmittel. Bella, Wurfmesser, Fackel, Molotow. Ja, das ist ein Schild. Schild brauche ich im Normalfall nicht, aber kann nicht schaden. Hier die Wertsachen. Kann ich die nicht irgendwo verkaufen? Ah, nee, das Special Agent Outfit möchte ich gerne behalten. Das finde ich cool. Kann ich hier zufällig was verkaufen bei irgendwem? Hier. Laden, genau. Okay, das tut mir leid. Das wäre jetzt am Anfang der Folge eigentlich nur herumlaufen, aber... Ja, ja, hallo Fremder, okay. Verkaufen. Alle Wertsachen verkaufen. Genau. Haben wir das jetzt schon? Wir haben 50.000, also... Ja, wir haben alle Wertsachen verkauft. Okay, das finde ich gut. Kaufen. Wir könnten hier rein theoretisch coolen Shit kaufen, aber... Strompfeile. Davon haben wir noch nichts. Schmierstoff. Okay, dann kaufe ich den mal. Ja, sonst...
Ja, Pfeile. Ja, wobei, Pfeile kann ich ja selber machen, also. Hier, Schrotflintenmunition. Das wäre sehr wichtig. Davon hat er leider nicht mehr. Achso, nee, wir können nicht mehr tragen. Okay. Medikits können wir auch noch ein paar bisschen kaufen. Boah, sonst, wie gesagt, ist alles eigentlich ziemlich unnötig. Wir haben eh noch genug Stuff und genug Geld und alles. Noch. Vielleicht ändert sich das ja bald. So, und jetzt Tagesanbruch. Erstmal schön schlafen und dann ausgeruht. Hey, wir haben die Nacht überlebt. Nice. 6 Stunden später, okay. Ich musste übrigens, weil es mich am Anfang meiner Aufnahmesession dieses Mal hier rausgehaut hat und nicht hier, musste ich den Weg laufen. Und das war gar nicht so easy in der Nacht, wenn man nicht den Buggy zur Verfügung hat. Gut, aber jetzt ist ja wieder Tag. Wir können hier, das ist sogar ein Safe Zone, also wunderbar, da können wir doch. Es ist die Frage, Moment, du bist unten, können wir mit dir reden? Nein. Schade. Macht aber auch nicht so viel. Ah, vielleicht können wir jetzt mit dem Typen reden und hier reingehen, den wir am Anfang getroffen haben. Das wäre doch cool. Hier, du hier. Okay. Bitte tötet mich nicht. Ich will euch nichts stehlen. Ich will einfach nur mit ein, zwei Leuten reden. Zum Beispiel mit dir, wer auch immer du bist. Okay, können wir nicht. Okay, hier will keiner mit uns reden. Macht auch nichts. Ich habe eh Besseres zu tun, als mit den Leuten hier zu quatschen. Und zwar mich in mein Auto zu schwingen und abzugehen. Moment, was ist hier drin? Ah, okay. Warum kann ich diese Truhen hier alle nicht aufmachen? Gut, es wäre Diebstahl, aber... Fuck Diebstahl, ich meine... Lena, hörst du mich? Lena! Crane? Alles okay bei dir? Was ist los? Wir haben uns Sorgen gemacht. Alles okay. Aber dein Patient hat nicht gelogen. Hier gibt's ein paar Leute, so eine Gruppe, deren Mitglieder immun gegen den Virus zu sein scheinen. Immun? Wie kann das sein? Keine Ahnung. Sie werden von einer Art Schamanin beschützt, die sich Mutter nennt. Sie kommuniziert ausschließlich über ihre Priester. Ich versuche, Kontakt aufzunehmen. Aber die Leute hier trauen keinen Fremden. Versuch's weiter. Aber sei vorsichtig, okay? Immer. So, wie fahren wir? Wir haben hier vieles nicht erkundet. Aber hier der Hauptstraße zu folgen, weiter an dem Ventil und dann der Straße zu folgen, wird wahrscheinlich das Intelligenteste sein, anstatt querfeldein zu fahren. Was, glaube ich, nicht ganz so intelligent ist. Ich meine, es kann auch funktionieren, aber es ist halt nicht so cool. So, vielleicht können wir hier übrigens unsere Benzinreserven endlich voll machen. Oder auch nicht. Ich sollte nur anhalten, wenn ich 2, 3 Autos sehe und nicht, wenn nur einer ist, weil einer... Hey, sieh mal da vorne! Hey! Am Arsch! Los, los, los! Okay. Fickt euch. Euch machen wir jetzt platt. Also, um euch platt zu machen. Also ein bisschen gesch... Okay, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Jetzt sterbt. Jetzt werdet ihr sterben. Tut mir ja sehr leid, aber ihr habt ja selber zu verantworten. Voll in den Arsch. Shit, Alter! Punkte verloren. Okay. Warum stehen da überhaupt auf einmal Typen? Hat das irgendeine Bewandtnis? Wo kommen wir jetzt raus? Ah, wieder hier, okay. Das geht ja noch halbwegs. Ich dachte jetzt ernsthaft nicht, dass sie mich so schnell töten, aber ich wollte halt mit der Schrotflinte schießen, damit ich schnell wieder mich verpissen kann und nicht mit dem Sturmgewehr, wo ich wieder ewig brauche. Warum steht das Auto jetzt dort? Das ist der größte Shit, den ich je gehört habe. Das Auto speichert seine Position dort, wo wir sterben. What the fuck?
Fahrzeug zurückholen, genau. Das ist... Es gibt ja nicht, das... Das finde ich nicht schön, dass man das... Aber gut, wir können es ja zurückholen. Schlimm wäre es, wenn wir irgendwo sterben, wo wir es dann nicht zurückholen können. Au. Das wird dann Arsch, aber... Ah, Zerstörungsherausforderung. Oh. Mm, dammit. Okay. So, und jetzt. Sollten die jetzt wieder da stehen, werde ich einfach an denen vorbeifahren, weil sie mir scheißegal sind. Aber jetzt sind sie nicht da. Hm, ich verstehe es nicht. Egal. Wir fahren jetzt ja... Der hat doch garantiert Benzin. Her mit deinem Benzin. Was? Komponenten erbeuten. Okay. Schrauben. Finde ich okay. So. Am Arsch, warum habt ihr alle hier leeres Benzin? Ja, wahrscheinlich sind die deswegen nicht weitergefahren von der Zombie-Apokalypse weg, aber finde ich trotzdem nicht schön. Auf dem Highway da oben zu heizen, wäre sicher auch ganz nice. Okay, das war gerade ein bisschen Panikreaktion. Ja, jetzt können wir eigentlich einfach der Straße hier folgen und sind dort. Okay, das machen wir auch. Ich hoffe, da ist nichts Böses. Unabhängig von was Bösem oder nicht, wir können hier mal Schloss knacken. Das machen wir. Komm, wo? Ah. Hier. Nicht ganz, bisschen weiter oder ein bisschen weniger weit. Ein bisschen weiter. Alter, das war sehr knapp. Okay, jetzt aber, oder? Ja. Gut, gib her deinen geilen Scheiß. Ah, eine Brieftasche, die unnütz ist wie sonst was. Und nicht einmal Benzin. Wehe, du... Das ist nicht cool. Aber okay. Eigentlich sollten die LKWs ja was haben, oder? Keine Ahnung. Ah, wir können hier auch diese Komponenten wieder erbeuten. Ja, okay, wir können vielleicht das Ding endlich mal voll machen. Warum ist das jetzt auf einmal fast leer? Okay, fuck you. Dafür werdet ihr sterben. Also endgültig. Nicht nur so zombiehaft sterben, sondern wirklich endgültig draufgehen. Oh, du willst böse sein? Okay, jetzt haben wir den nicht gerammt, aber egal. Okay, hier ist die Tanke. Moment, nein. Auch kopflos? Nein. Alter, ich schlag den ganzen Zeit auf den Schädel. So. Ah, immerhin Zigaretten. 9 $. So. Hm, Tarnung, ja, war. Ah, oh, Moment, aber wir haben jetzt hier vielleicht. Oh, Moment, Sekunde, das wäre doch cool. Moment. Moment, warte mal kurz, mein Freund. Ich möchte hier kurz reinfahren und schauen, ob ich hier vielleicht tanken kann. Das wäre zumindest saugeil. Ich schätze es zwar eher nicht möglich, aber... So. So, kann ich jetzt hier tanken? Tanken! Okay. Ich habe immerhin hier... Ja, das ist okay. Wobei, ich sollte mir die vielleicht aufheben. Habe ich die jetzt im Inventar? Sollte ich ja eigentlich. Wo auch immer. Waffen-Upgrades ist es nicht. Fertigungsteile vielleicht. Nee. Munition ist aber auch nicht sonstiges. Ah, doch, hier die Flaschen mit Benzin. Okay.
Dann spare ich die einfach mal. Und jetzt besuchen wir hier Bilal. Wo auch immer der sich und wie der sich verbarrikadiert hat. Meine Preise sind mehr als fair. Glaube ich dir. Alkohol. Spezialangebot, da sage ich nicht nein. Weil ich habe eh so viel Geld, dass ich es mir nur in den Arsch schieben kann. Und es wird immer noch nicht ausgegeben sein. Flammable, okay. Da ist wahrscheinlich Benzin drin, das die Penner hier verborgen haben. Aber gut, bist du Bilal? Hä? Nö. Ich kann mit keinem von euch reden. Du bist auch nicht Bilal. Bilal? Wo bist denn du? Hallo? Hier drin? Bist auch nicht Bilal? Am Arsch. Entwurfentlader. Okay, den nehme ich mal mit. Du bist wahrscheinlich auch nicht Bilal, du bist ein Kind. Ja, aber jetzt, ganz ehrlich, am Arsch, wo ist denn der? Hockt doch nicht am Scheiß aus, wo... Zur Hölle? Hallo? Ah. Entschuldigung, gehört dir der Laden hier? Nein, nein, nein! Hey, Nuri, alles in Ordnung. Hier bitte. Ich bin Bilal, das ist mein Bruder, Nuri. Kyle Crane. Freut mich, dass, oh, sorry. Was kann ich für dich tun, Kyle? Ich habe gehört, dass die Einheimischen hier und da Hilfe gebrauchen könnten. Ja, Sia hat gesagt, dass du kommen würdest. Ich habe schon viel von dir gehört. Sieh mal, ich versuche nur, den Leuten in der Stadt zu helfen. Du hilfst den Infizierten. Mir musst du das nicht erklären. Ich verstehe das. Mein Bruder wurde vor 2 Monaten gebissen. Vor 2 Monaten? Und er hat sich nicht verwandelt? Ich konnte es auch nicht glauben, aber er ist immer noch der, der er immer war, im Gegensatz zu diesem Wrack. Schau nur mal auf die Pinnwand da vorn. Ja, sie hat nicht gelogen. Wir brauchen jede Menge Hilfe. Ich muss gestehen, ich bin neidisch auf deinen Wagen. Hab schon lange kein funktionierendes Auto mehr gesehen. Vorschlag, wenn du ihn von Zeit zu Zeit herbringst und mich einen Blick drauf werfen lässt, werde ich ihn etwas tunen und noch ein bisschen pimpen. Wenn du wirklich hilfreich sein willst, solltest du gut drauf aufpassen. Ich bin kein Mechaniker. Dann ist es gut, dass wir miteinander reden. Ich hab da was für dich. Es wird eine lange Fahrt, aber ich verwette meine linke Hand, dass es sich lohnt. Auf einem Highway steht ein verlassener Silas Truck. Check ihn kurz durch und wenn du nützliche Ersatzteile findest, bringst du sie mir. Na, warum nicht? Sehr einfach, das hört sich gut an. Und Belohnung Lackierung. Danke. Rote Lackierung, viele Lackierung. Das Fahrzeug steht eh vor der Tür, also... Was ist das? Wackelpuppe, Bilal. Okay, nehme ich mit. Gut, dann würde ich Scheiße. Sagen... Scheiße, der Strom muss weg sein. Ja klar will ich helfen. Ah, schwierig ist aber nicht so gut, aber wobei, scheiß drauf. Was genau muss ich machen? Bring zuerst diese Sicherung zu Ali. Er ist am Kraftwerk. Ohne sie kann er nichts machen. Sobald er die Sicherung hat, kriegen wir wieder Strom. Das heißt, wenn er vorher keinen gewischt kriegt. Er meint ja, Sicherheitsmaßnahmen seien was für Weicheier. Ich habe mal gesehen, wie ein Typ versucht hat, eine kaputte Glühbirne mit einem Schraubenzieher aus der Fassung zu brechen, während der Strom an war. Ja, klingt nach Ali. Er meint es aber gut. Also, hör mir zu. 2 Dinge stehen auf deinem Plan. Nummer 1. Wie gesagt, bring ihm die Sicherung. Nummer 2. Wir brauchen eine funktionierende Isolierung, sonst knallt die Sicherung durch, sobald er den Schalter drückt. Er meint, die alten halten noch, aber ich bezweifle das. Suchen Sie am Strommast nach einer Isolierung. Und an was für einem Strommast? Egal, dieser Buggy-Gral, das hört sich, das steht sehr einfach. Wir erhalten trotzdem einigermaßen XP. Wir bekommen Vertrauen garantiert. Kann man hier auch sehen, wie viel Vertrauen man bekommt? Sie erhalten. Ah ne, das andere wird wahrscheinlich da. Hier werden wir Vertrauen erhalten. Aber immerhin, vielleicht kriegen wir was Geiles für den Buggy. Und das lohnt sich schon. Wo ist das überhaupt? Das ist da. Auf dem Highway. Ah, wir können da aber hier hochfahren.
Okay, ja, hier so. Schau mal, dass wir hier der Straße nach folgen und dann schauen wir weiter. Mit welcher Straße folgen wir jetzt hier? Wir biegen da jetzt gleich ab. Wenn wir nach Süden fahren. Okay. Halt, wo ist der Truck? Hier. Also Truck. Haha. Und zwar hier. Gut. Schauen wir einfach mal hier noch bei dem Dinger nach Benzin. Leer. Ich weiß nicht, macht das Anstarten ein bisschen mehr Kosten? Will hier niemand handeln? In ein paar Minuten packe ich meinen Kram zusammen und dann bin ich weg. Also Beeilung, Leute. Alter, du bist ja weit weg. Nee, okay. So, nee, das möchte ich jetzt doch nicht. Hey. Mann, wo fahre ich jetzt hin? Achso, doch, es stimmt. Es ist nur teilweise ein bisschen beknackt mit dem Marker hier, mit den Straßen. Okay, das ist hier wirklich beknackt. Wobei, nee, wir müssen eh hier links hoch. Halt! Wir müssen hier hoch. Los, gib Gas! Ja? Yeah! Wir fahren zwar auf der falschen Straßenseite, aber das Scheiße ist jetzt eh jedem wurscht. Oh, das ist nicht so gut. Ja, hier so. Ja. Wow, wow! Das hat funktioniert! Halt, du bist der Typ! Das ist der Truck. Was für ein Typ. Hier hat gerade irgendeiner geredet. Da lebt einer drin. Sollen wir den überfallen und töten? Falls er Probleme macht? Rais hat seine Augen und Ohren überall. Und Rais ist schon längst tot. Ja, wir können dann da runter, aber und das bringt uns auch wieder in die Nähe zum Anfang, aber ich will eigentlich nicht mein Auto aufgeben. Und was ist das nochmal? Ah, das ist dieser GRE-Paket. Da in die Richtung, ja, aber das, nee. Und ist das vielleicht ein... Das ist doch ein Strommast, oder? Ja, schauen wir dann gleich mal. Erstmal schauen wir, wo hier die Sicherung ist. Komm schon. Nicht Sicherung. Oh, hier. Shit, sorry. Ich wusste nicht, dass jemand hier ist. Was du nicht sagst, du mieser kleiner Dieb. Beruhig dich, es ist nicht, was du denkst. Ich war nur auf der Suche nach Ersatzteilen für meinen Wagen. Ich wollte nichts stehlen. Okay, hallo. Wenn du Ersatzteile brauchst, kannst du gerne welche kaufen. Jacob Graves ist mein Name. Kyle Crane. Angenehm, Kyle Crane. Und jetzt hör zu. Diese Ersatzteile gehören mir. Wenn du welche willst, verkaufe ich dir welche. Aber für lau gibt's hier nichts. Ah, verstanden. Kein Problem, wir haben 60.000 Tacken, also Fakt ist. Alles. Wir haben immer noch 43.000. Und was? Rückkauf? Okay, scheiß auf. Wird schon passen. Gut, helfen Sie den Einheimischen. Ja, bla bla. Okay, das heißt, wir können das dann zu ihm bringen. Und wo ist jetzt hier das Unterstrom? Ist das hier der Strommast direkt daneben? Ja, es ist tatsächlich. Das ist ja cool. Gut, die Sache ist, ich glaube, wir haben gerade... Ich hoffe, wir haben gerade gespeichert. Kann ich hier auch manuell eigentlich speichern? Das wäre sehr gut. Was ist eine Spielanbahnung? Achso, ne. Das Problem ist, ich kann halt hier nie... Ich sehe hier nicht, wann das letzte Mal gespeichert wurde. Was in dem Fall eigentlich ziemlich scheiße ist. Wobei, ich kann ja nochmal schauen. Vielleicht, wenn ich hier in ein Händlermenü gehe, wird automatisch gespeichert. Glaube ich zwar eher nicht, aber... Ich hoffe es mal. Wir sehen uns nämlich erst beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Dying Light The Following, wenn wir dann dort den Strommast erklimmen. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.